Hey Leute, willkommen zu Teamfight Tactics. Riot hat jetzt auch seinen eigenen Auto-Chess-Ableger auf den Markt geworfen. Auto-Chess ist ja der neue heiße Scheiß. Es ist die Nacht erschienen in der Beta-Version. Ich dachte mir, mache ich doch mal dazu ein Video. Ich habe das jetzt noch gar nicht gespielt. Schauen wir uns das mal zusammen an und vor allen Dingen, in welchen Punkten unterscheidet es sich zu Dota Underlords? Sehen wir uns gleich mal an. Also wenn ich irgendwie Blödsinn bauen sollte, dann liegt das daran, ich habe noch keine einzige Runde gespielt. Ich dachte mir, hey, das ist gerade raus. Dann nimmst du das sofort auf und lädst es hoch. Das wird bestimmt den einen oder anderen interessieren. Ich bin mal gespannt, wie sich das noch mit Auto-Chess weiterentwickeln wird. Vor allen Dingen gehe ich mal davon aus, dass in den nächsten Monaten, Jahren auch noch Entwickler auf diesen Zug aufspringen, die noch kein Spiel in dieser Art haben, sondern, ja, ich würde jetzt mal, das ist jetzt nur ein Beispiel. Ich weiß nicht, ob es kommen wird, aber so generell, ja, wenn ich jetzt sagen würde, Darksiders-Entwickler eine Auto-Chess-Variante machen, ganz auszuschließen ist es nicht. So als Beispiel, da wird bestimmt der ein oder andere Entwickler die Lore bestimmter Spieleserien nehmen und auch in Auto-Chess-Varianten verwandeln. Gehe ich mal ganz stark davon aus. Auf jeden Fall, damit die dann auch irgendwas taugt, müssen die sich schon von untereinander ein bisschen unterscheiden. So, und wir warten hier drauf, dass das Spiel lädt. Das dauert gerade ein bisschen lange. Aber gut, ich bin auf jeden Fall gespannt. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass das Ganze nicht so in einen eigenen Client gepackt wurde, sondern wirklich über den LoL-Client läuft. Das heißt, ihr braucht einen LoL-Account, damit ihr Teamfight Tactics spielen könnt, was ich echt ein bisschen blöd finde. Ich hätte mir wirklich gewünscht, die würden einen eigenen Client dafür rausbringen, aber ist leider nicht so, wer weiß. Vielleicht kommt es ja noch, aber ich gehe vermutlich, also ich würde sagen, es wird wahrscheinlich nicht passieren. So, wir stecken bei 92% fest. Das dauert echt ganz schön lange. Gibt es noch irgendwas darüber zu erzählen? Das ist die große Frage. Auf jeden Fall, spieltechnisch soll sich da schon eine ganze Ecke unterscheiden. Ich weiß es jetzt nicht genau, aber ich habe ein paar Sachen gesehen. Man zieht sich vor allen Dingen am Anfang so aus so einem Karussell einen Helden raus, den ersten. Und dann gibt es immer auch wieder so Phasen, wo man sich dann Helden rausziehen kann. Und später soll es dann wohl auch so sein, dass die Leute, die hinten sind, zuerst dran kommen, sich einen neuen Helden rauszuziehen. Das zum einen. Und man kann sich, also bei Dota Underlords ist es ja so, man kann sich Items aussuchen. Hier kann man sich wirklich aus normalen Items dann später bessere Items bauen. Und da sind wir auch schon im Spiel. Das hier ist im Prinzip unser Charakter. Und jetzt können wir uns hier irgendwen schnappen. Ich glaube, ich nehme dich mal. Die Namen habe ich jetzt nicht ganz so drauf. Braun war das, ne? Was Braun? Ich glaube, ich weiß es nicht. Ja. Ja, Braum, nicht Braun. Braum, genau. Glacial und Garden, der, ich weiß nicht, ob das heißt das hier auch Allianzen. Oben rechts sehen wir die Goldkosten. Dann sehen wir hier noch die Fähigkeiten. Unbreakable. Und was das genau bringt. Spatula. Was ist das hier? Sind das Item-Slots? Ich glaube, ich habe mir gedacht, ich nehme mir als erstes mal hier sowas wie ein Guardian. Ich weiß jetzt auch nicht genau, was es für, ja, Klassen gibt oder primäre Allianzen. Gut, hier unten haben wir jetzt den Shop. Wir können hier neu auswürfeln und für 4 Gold XP kaufen. Ich würde mal sagen, da hätten wir einen Ritter, Blade Master, Wild. Ich glaube, ich nehme mal dich. Pack dich mal dahin. Genau, Guardian. Hier links haben wir dann die, ich nenne es jetzt mal Allianzen. Wie viel wir brauchen oder wie viel wir haben und wie viel wir brauchen. Und man spielt das Spiel gegen 7 andere. Oben rechts sehen wir den Ping, die FPS. Also ich habe irgendwo gehört,
es gesagt wurde, dass Dota Underlords ja total hässlich aussehen würde. Aber gut, wenn ich das hier jetzt sehe, dann muss ich sagen, Dota Underlords gefällt mir von der Optik schon wesentlich besser. Gut, am Anfang kämpft man natürlich auch gegen Minions. So, wir können jetzt theoretisch noch irgendwen kaufen. Frage ist nur, wollen wir das? Ich glaube, so ein Assassine ist gar nicht mal verkehrt. Ich kaufe mal einfach ein. Nehmen wir unsere Goldanzeige. Wenn wir uns das ja auch nochmal angucken. Taste sehr 4. Void Assassin. Ist leider noch nichts, was passt, aber das ist auch erstmal nur Video, um einfach das ganze Spiel zu zeigen. Wie das genau funktioniert, wie es sich zu anderen Spielen in erster Linie Dota Underlords unterscheidet, weil das ist, was ich primär gespielt habe. Und wer weiß, vielleicht werde ich dazu ja auch noch mal ein paar mehr Videos machen. Wenn ihr Interesse hättet, mehr davon zu sehen, dann schreibt mir doch einen Kommentar. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Und ich werde definitiv erstmal so ein paar Runden spielen. Gut, was haben wir denn jetzt hier? Phantom Knight. Wir haben Robot haben wir hier noch. Brawler. Und die haben natürlich auch unterschiedliche Stufen. Also Seltenheitsstufen. Man kann auch die Champions in dem Fall, ich nenne sie jetzt Champions, leveln, indem man halt mehrere von einer Sorte hat. Sobald man 3 hat, steigt eine Stufe auf. Dann braucht man wieder 3 von der gleichen Stufe, um beziehungsweise 2 weitere von der gleichen Stufe, um dann wieder eine Stufe höher zu kommen. Interessant, hier haben wir Items. Die habe ich ja jetzt noch gar nicht gesehen. Ich glaube, ich gebe das einfach mal. Eine gute Frage, was haben wir denn? Giants Belt könntest du mal kriegen. Und BF Sword. Glaube, ich gebe das mal K6. So, und Tristana als Gunslinger wäre vielleicht auch nicht so verkehrt. Kauf die einfach mal. Ansonsten Guardian. Wir bräuchten noch einen Guardian. Dann hätten wir den ersten Bonus. Oder Glacial. Wild. So, Noble gibt's. Ninja, Assassin. Assassin brauchen wir 3. Dann sehen wir auch den Bonus, wie viel das gibt. Plus 150 Critical Strike Damage beim Assassin, beim Guardian wären's. Die bekommen alle Armor, wenn sie zusammenstehen. Beziehungsweise die Alliierten oder die eigenen Champions, die daneben noch stehen, bekommen plus 40 Armor. Gut. Du wärst gar nicht mal so schlecht. Das würde mit Wild passen. Was macht denn Wild? Das klingt gar nicht mal so verkehrt. Void, Sorcerer. Ich glaube, ich pack dich dann mal dahin. Dann haben wir zumindest den Bonus. Wild Brawler kaufe ich jetzt einfach mal. So, das nächste wäre dann, wir bräuchten 4. Das gilt dann für alle Allies. Also im Prinzip durch Fury machen die ein bisschen mehr Schaden. Das jetzt allerdings, ach was rede ich da, nicht Schaden, sondern sie greifen schneller an. Gut. Ja, das ist jetzt erstmal nur ein Video, so ein bisschen Vorführungszwecken, mal das Spiel zu zeigen. Ihr solltet jetzt nicht unbedingt auf das Gameplay achten, weil ich muss mich da auch erstmal ein bisschen reindenken. Unten rechts haben wir dann hier, können wir uns auch die gegnerischen Spielfelder anschauen oder generell die Gegner. Halt, ich kann jetzt wieder, wen nehme ich denn? Ich weiß es gar nicht. Ich nehme mal Shyvana. Warum nicht?
kann man denn... Man kann jetzt nicht in der Runde sich die Fähigkeiten anschauen, oder? Also wenn ich jetzt auf dich hier draufklicke, nee. Man muss schon wirklich wissen, was die dann können, was das, zu welcher Allianz die gehören. Ist natürlich schon ein bisschen... Für mich ist das echt schlecht. Für Leute, die viel LoL spielen, ist das... Die haben da schon einen gewissen Vorteil. Auf jeden Fall. So, was kannst du, was bist du? Dragon, ja, Shapeshifter, okay. Shapeshifter 1 von 3. Maximum Health. Okay, wir haben Kassadin zweimal. Da hätten wir nochmal eine Tristana. Bleibt jetzt aber hier bei dem 1, bei den 21 Gold. So, mit denen kann ich jetzt noch nicht so viel anfangen. Wild Brawler. Ihre Bonus ist auch relativ schnell zu erreichen, würde ich mal behaupten. Gut, vermutlich hätte ich jetzt in der Runde mein Level kaufen sollen. Wäre vermutlich gar nicht so verkehrt gewesen. Ich schaue gerade, hier sehen wir halt unsere Gegner und unsere Lebenspunkte. Auf der anderen Seite, wo sieht man denn die XP? Ach, hier unten. Ach Mann. Ja. Aufwachen. So, Jordel haben wir. Ich kaufe jetzt mal hier XP. Pack Tristana hier unten mal hin. Oder besser gesagt, ich pack die mal so dahin. So, die ist jetzt schon ein bisschen besser. Kann man denn hier auch die Stufen sehen, was die dann mehr an Schaden machen? Sieht bisher nicht danach aus. Also hier steht ja nur dann die Fähigkeit, die Lebenspunkte. Okay, aber was die generell so an... Haben die überhaupt noch andere Stats? Das ist die Frage. Auf jeden Fall kann man die da nicht sehen. Okay, Ganzlinger-Bonus wäre dann... Wir hätten die Chance auf eine 50%ige Chance auf einen zusätzlichen Angriff. Auf einen zufälligen Gegner. Okay. Gut. Ich würde dann mal sagen, wie sieht das denn hier mit Jordel aus? Miss ist gar nicht mal so schlecht, glaube ich. Demon, Shapeshifter, da haben wir Knight. Puh, das ist jetzt auch alles nicht so toll, oder? Guardian, Phantom haben wir nicht. Noble Blade Master haben wir auch nicht. Demon, Shapeshifter, Void Sorcerer. Wir haben ein Void. All Basic Attacks ignore 50% of the enemy's armor. Das hört sich gar nicht mal so dumm an. Gut, wir haben jetzt mal wieder eine Runde gegen Creeps. Ja, ich bin zu schwach aufgestellt. Und mir fehlen hier noch die ganzen Boni. Mal abgesehen von Wild ist das alles Kokolorus. Oben links haben wir da noch den Chat. Gut. Und man kann sich halt, bevor man das Spiel startet, ja, ich weiß jetzt nicht, wie die hier genau heißen, aber dafür gibt es halt andere Skins und man kann sich auch Skins hier für das Spielfeld holen. Also halt so kosmetisches Zeug. Varus, Demon Ranger, Evelyn, Demon Assassin. Pirate, Gunslinger. Glaube, ich nehme mal Evelyn und mache das einmal so. Dich verkaufe ich für ein Gold. Haben wir hier. Plus 20 Attack Damage. Gebe ich jetzt mal Tristana, weil wir die auf 2 Sterne haben. Gut, 35 Gold. Ich werde hier sehr wahrscheinlich sang- und klanglos untergehen.
Was kannst du denn genau? Ach, konnte ich jetzt gar nicht mehr gucken. Kann man denn vom Gegner irgendwo hier die Boni sehen? Was der hat? Sieht jetzt nicht danach aus. Gut. Da hätten wir nochmal Poppy. Das wäre Knight. Pirate, Gunslinger, Tiger. Das Power passt auch alles nicht so wirklich, oder? Ich werde jetzt einfach mal Poppy kaufen. Und Poppy werde ich, glaube ich, da. Packen. So. Ich brauche auf jeden Fall ein bisschen bessere Frontline. Der Braum hält überhaupt nichts aus. So, ich werde mich jetzt nicht auf Tristana konzentrieren, dass sie 3 Sterne bekommt, sondern ich muss auf jeden Fall mal gucken, wie kann ich das denn hier jetzt noch ergänzen. Guardian wäre echt gar nicht mal so ohne. Ein zweiter. Knight, Damage Block. Klingt jetzt auch nicht allzu verkehrt. Ranger, Imperial. Aber ich krieg hier irgendwie nur Mumpitz. Super. Warwick hätte ich jetzt, glaube ich, auch schon 3-mal haben können. Ah, ich kaufe jetzt mal Warwick. Was soll's? Morgana. Demon, Sorcerer, Demon. Mana Burn, ja, ob das jetzt so brauchbar ist, ist halt die Frage. Wild Assassin ist vielleicht auch nicht so verkehrt, nehme ich auch mal mit. Wäre super, wenn ich den Braum mal aufwerten könnte. Ich kriege hier richtig die Hucke voll. Aber das war zu erwarten, ganz ehrlich. Ich weiß auch gar nicht genau, was jetzt hiervon wirklich gut ist. Von den ganzen Boni, die man kriegen kann. Was es genau alles für unterschiedliche Allianzen gibt in dem Fall. Ja. So, was haben wir denn jetzt hier? Ich würde mal sagen, ich schnappe mir... Ah, wie machen wir das denn? Ich nehme dich einfach mal. Ich hätte jetzt auch noch Braum nehmen können. Aber man sieht halt auch an den Kreisen die Seltenheitsstufe. Ist auf jeden Fall interessant, dass man sich nach und nach immer mal so einen Champion hier rausziehen kann aus der Mitte. Was habe ich mir denn da jetzt geschnappt? Phantom Ranger. Habe ich natürlich auch noch nicht. Gar keinen davon. Ja. Das war natürlich super gut. Tristana hätten wir hier nochmal. Ich werde jetzt hier mal ein bisschen würfeln. Noble Knight. Da hätten wir dich nochmal. Kindred. Ansonsten, dich hätten wir da nochmal. Das ist doch, glaube ich, gar nicht mal verkehrt, wenn ich dich da vorne noch irgendwo mit reinpacken kann. So, 1000 verschiedene Sachen habe ich hier. So, dann werde ich jetzt mal dich nehmen und wie machen wir das denn? Dich rauswerfen, dann haben wir jetzt wieder einen Wild-Bonus. Dann machen wir das so und so. Da haben wir Braum nochmal. Ansonsten ja Draven, Imperial Blade Master. Ah, gucken wir doch mal. Evelyn, Graves Z. Die üblichen Verdächtigen.
Ja, kann ich jetzt leider gerade nicht. Aber ich kann hier weiter auswürfeln, während das Spiel läuft. Das ist auf jeden Fall ganz nett. So, Mordekaiser. Es gibt hier scheinbar echt nicht viele Guardians. Oder ich habe Pech. Oder ich habe sehr viel Pech. Da hätten wir nochmal einen Braum. Ansonsten. So, gucken wir doch mal. Was haben wir denn hier noch Tolles? Weiß auch gar nicht, wann man... Also die Items kriegt man dann nur gegen Creeps. Verstehe ich das soweit richtig? Das können wir dann mal so machen. Dann packen wir dich nochmal dahin. Und ich gucke nochmal hier weiter. Was haben wir denn hier noch? Shyvana. Azix. Yordle. Ich hätte gern nochmal Tristana. Wäre das möglich? Scheinbar ja nicht. Oh, wow. Und die machen einen auch Schaden. Das ist auch noch so ein Unterschied. Hui. Weil in Dota Underlords ist es ja so, wenn man bekommt halt Items zur Auswahl, was hier nicht der Fall ist. Ich glaube, ist das random, ob man überhaupt ein Item kriegt oder nicht? Das ist eine gute Frage. Das weiß ich jetzt nicht. Aber generell gefällt mir das Itemsystem, glaube ich, ein bisschen... Also Dota Underlords gefällt mir das besser, würde ich mal sagen. Und soweit ich das auch mitbekommen kann, kann man auch nicht so einfach Items von Champions entfernen, sondern muss die dann, glaube ich, verkaufen, damit man das Item wieder bekommt. Also das ist schon, ja, in Dota Underlords kann man die halt immer hin und her wechseln, wie man lustig ist. Hier kann man sich, glaube ich, aus den Items dann noch bessere Items bauen, aber dann muss man halt auch wissen, was, welches Item in welches Item mündet letztendlich. Gut, das ist halt beim Dota Underlords eine ganze Ecke übersichtlicher und die Optik gefällt mir da auch besser. Aber auf jeden Fall ist das schon mal ein ganz schön anderer Ansatz und ich werde natürlich weiter probieren. Das lasse ich nicht auf mir sitzen hier. Also ich glaube, Dota Underlords bin ich noch nie als Erster rausgeflogen. Okay, wie dem auch sei. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und habt einen Ersteindruck vom Spiel bekommen. Darum ging's. Das war es erstmal wieder von mir. Und ach ja, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und über einen Kommentar von euch freuen. Und bis bald.